Ja, vielen Dank, Herr Marx, und vielen Dank auch an Sie, dass Sie geduldig waren und ich heute hier noch vortragen darf. Ich hatte zwischenzeitlich schon den Eindruck, dass die Deutsche Bahn sich mit Begriffsklärung am heutigen Thema beteiligen wollte, weil Revolutio ja eigentlich die Umkehrung, das Zurückwälzen bezeichnet. Und zumindest kam mir diese Fahrt hierher so vor. Wenn ich die im Detail berichten würde, dann würde allerdings mindestens 10 Minuten des Vortrags wegfallen. Und ich kam im Übrigen jetzt nicht aus Chemnitz, da würde man ja vielleicht seit den letzten Wochen oder Monaten annehmen, ist ja klar, wenn jemand aus Chemnitz kommt, das kann ja nicht gut gehen. Ich kam jetzt nur aus Berlin und schon von da hat es nicht geklappt. Also ja, aber jetzt gleich zum Text. Eigentlich ist ja ein striktes Zeitregiment auch vorgegeben gewesen von einer halben Stunde. Sie sehen da noch einige Illustrationen, die werde ich nicht kommentieren, also die erklären sich in der Regel selbst. Insofern werden Sie schon merken, wenn ich weiter voranklicke, wie das vielleicht irgendwie zusammengehört. Gut, also jetzt zum Vortrag. Und Sie haben gesehen, der Titel ist so ein bisschen geändert gegenüber dem, was ich im Programm angekündigt hatte. Ich werde aber auch auf alles, was dort genannt wurde, zumindest kurz zu sprechen kommen. Oder in diesem Abstract im Programm. Wer heute im Jahr 2018 auf 1918, auf Kriegsende und Revolution blickt, tut dies nicht nur aufgrund des 100-Jahres-Jubiläums. Er tut dies auch aus einem Gegenwartsinteresse heraus, das von größerer Verunsicherung als in früheren Jahrzehnten der alten Bundesrepublik gekennzeichnet ist. Wenn ich eingangs etwas über die Spiegelungen 1918-2018 sage, so mögen Sie mir nachsehen, dass ich nicht zugleich beginne zu historisieren und gesichertes Wissen über die Novemberrevolution wiederzugeben. Dies ist wohl auch schon deswegen unangemessen, weil diese Revolution über Jahrzehnte hinweg ein vorrangiges Streitthema der zeithistorischen Zunft war. Ich hoffe zudem umso mehr auf Ihr Verständnis, als die Brüder Mann als historisch gebildete und urteilsfreudige Kommentatoren ihrer Zeit nie darum verlegen waren, gegenwärtige mit historischen Konstellationen zu konfrontieren. Lassen Sie mich also in der Gegenwart beginnen, bevor ich eine knappe, keinesfalls vollständige Bilanz der Novemberrevolution als Ereignis und vielleicht noch mehr als Erinnerungsort ziehen will und mit einigen Schlussüberlegungen zum Interpretationsrahmen aus heutiger Sicht schließen möchte. Ich beginne also mit dem Vergleich der Konstellation 2018-1918. Häufiger als in früheren Jahrzehnten sind in jüngster Zeit wieder Stimmen zu vernehmen, die vor einem unheilvollen Rückgriff oder gar Rückfall in die Geschichte warnen. Neben einer Zeit neuer Kriege auf internationaler Ebene ist dann vor allem von der Gefahr absterbender Demokratien die Rede. Sie drohten, durch autoritäre politische Systeme ersetzt zu werden und in eine neue faschistische Epoche einzumünden. Dies sind beispielsweise die leitgebenden Thesen zweier Bücher, die im Jahr 2018 für längere Zeit auf die Bestsellerliste der New York Times gelangten. Die Studie nämlich How Democracies Die zweier Harvard-Professoren und Madeleine Albright's Fascism a Warning. Beide Bücher liegen mittlerweile auch auf Deutsch vor. Solch mahnende Retrospektive mit Aktualitätsbezug kennzeichnet mithin eine transnationale Zeitdiagnostik und ist nicht länger ein spezifisch deutsches Phänomen, wie es über Jahrzehnte hinweg in einem Weimar-Komplex Ausdruck fand. Vor dem Hintergrund von Krisensymptomen innerhalb Europas wie der westlichen Demokratien allgemein und eines neuen kräftigen Populismus, der sich nunmehr auch in der deutschen Parteienlandschaft niederschlägt, erörtern Historiker und Intellektuelle die Frage nach Weimarer Verhältnissen als historische Lektionen für unsere Demokratie indes wieder von neuem. Angesichts von in sozialen Medien geschmähten Politikern und Institutionen äußerte sich im Juni 2018 sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besorgt, in einem Zeitinterview, aus dem ich hier zitiere, aber auch in seiner Rede zur Eröffnung des Thomas-Mann-Hauses in Pacific Palisades. Steinmeier beklagte eine Sprache, die ihn inzwischen wieder, ich zitiere ihn, an die Missachtung und Verächtlichmachung der demokratischen Institutionen in der Weimarer Demokratie erinnere. Zugleich beobachtete er eine Verschiebung innerhalb der Streitkultur.
Argumentative Kontrahenten würden nicht mehr respektiert, sondern wie in früheren Tagen zu politischen Feinden gestempelt. Berthold Kohler, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, pflichtete wenige Tage später Steinmeier in einem Leitkommentar bei und kritisierte neuartige, antipluralistische, auf Radikalisierung drängende Tendenzen des politischen Diskurses. Wörtlich formulierte Kohler: Die Erinnerung Steinmeiers daran, was am Anfang vom Ende der Weimarer Republik stand, ist keine Übertreibung. Zitat Ende. Auch eine nüchtern mit empirischem Datenmaterial hantierende Demoskopin wie Renate Köcher vom Allensbach-Institut warf in demselben Zeitraum die beunruhigende Frage auf, ich zitiere sie, inwieweit eine Demokratie auf Dauer die zunehmende Komplexität der Politik aushält, die mühsame Suche nach Kompromissen, auch die zahlreichen Misserfolge, ohne Gefahr zu laufen, bei Autokraten Zuflucht zu nehmen. Zitat Ende. Es sind solche zeitkritischen Beobachtungen und Deutungen verbunden mit dem 100. Jubiläum des Kriegsendes im Jahr 2018, die einige deutsche Historiker, Publizisten und Kunstschaffende veranlasst haben, eine Initiative 1918-2018 ins Leben zu rufen und durch ein entsprechendes Manifest für öffentliche Aufmerksamkeit zu sorgen. Unter der Federführung des letzten DDR-Außenministers Markus Meckel, aber auch des Neuzeithistorikers Etienne François, publizierten sie es am 11. November 2017, genau 99 Jahre nach dem geschlossenen Waffenstillstand von 1918, gleich in mehreren Sprachen, so auf Deutsch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Polnisch, Russisch und Tschechisch. Neben den Initiatoren fand es mehr als 120 Unterstützer aus 21 Ländern. Zu den Unterzeichnern zählen zahlreiche prominente Historiker, aber auch Politikwissenschaftler, Publizisten, Künstler, Schriftsteller und Politiker. Darunter Georgi Dalos, Timothy Garton Ash, Jürgen Kocker, Jörn Leonhard, Adam Michnik, Norman Neymark, Boris Rath, Heinrich August Winkler und Jay Winter. Das Manifest greift zu Beginn die hoffnungsvolle Ausgangsstimmung am Ende des Ersten Weltkriegs auf, jenes Krieges also, der alle Kriege beenden und eine neue Epoche der Geschichte einläuten sollte, mit der Chance auf Frieden, Demokratie, die Wahrung der Menschenrechte, auf nationale Selbstbestimmung und internationale Verständigung. Sieh, diese Chance wurde schon knapp zwei Jahrzehnte später wieder verspielt. Die Autoren vergleichen die Probleme von damals, ungeachtet gewandelter Kontexte, mit der, wie es bei ihnen heißt, multipolaren, instabilen Welt unserer Gegenwart. International erinnern sie an eine Staatenordnung im Nahen und Mittleren Osten, die nach dem Ersten Weltkrieg eine Lage schuf, die sich noch heute als virulent erweise, oder an imperiale Ambitionen Russlands, die wieder die Unabhängigkeit von benachbarten Staaten zuvorderst der Ukraine herausfordern. Vor allem aber beklagen sie das Erstarken populistischer Bewegungen, die der parlamentarischen Demokratie wie der europäischen Integration ablehnend begegnen und eine, wie es heißt, neue Welle des Nationalismus befeuern. Sie erkennen darüber hinaus eine fundamentale Krise von als sicher geglaubten westlichen Werten. Die 100. Wiederkehr des Kriegsendes und des Bemühens nach 1918, eine umfassende Friedensordnung herzustellen, mit diesem Appell endet das Manifest, ich zitiere weiter, ist der geeignete Zeitpunkt, über Grenzen hinweg ein deutliches Zeichen zu setzen für Menschenrechte und Meinungsfreiheit, für Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung des Völkerrechts. Zitat Ende. Eine detaillierte Evaluation dieses Manifests aus geschichts- und politikwissenschaftlicher Sicht kann an dieser Stelle nicht geleistet werden. Eine solche Würdigung dürfte im Einzelnen manchen Einwand formulieren und die Tiefenschärfe so mancher Aussage erhöhen wollen. Ein derartiges Vorgehen würde allerdings dem Anliegen eines öffentlichen Weckrufs nicht gerecht, der dem Muster einer klassischen intellektuellen Intervention folgt. Nicht die Bestandsfestigkeit im Säurebad wissenschaftlicher Exegese jeder Einzelthese ist entscheidend, sondern die Gesamtbotschaft, die schon angesichts der vielfältig fundierten Reputation der Initiatoren und Unterzeichner Gewicht erhält.
Die Sensibilisierung für historische Konstellationen im Vergleich mit unserer Gegenwart ist gerade deshalb wichtig, weil damals, vor 100 Jahren, gerade nicht in unabweisbarer Weise die Erwartung eines bald herannahenden Höllensturzes vorherrschte, sondern vielmehr ein großer Drang nach Zukunftsgestaltung. Insbesondere das Traumland der Waffenstillstandsperiode, von dem der große Religionssoziologe Ernst Troeltsch in geradezu poetischer Weise sprach, war eben nicht nur die wieder aufzuräumende Trümmerlandschaft einer zerstörten Vergangenheit, sondern eröffnete den Blick nach vorne. Es ließe sich sogar behaupten, damals habe ein Überschuss an Zukunft geherrscht, mit einer Vielzahl von Hoffnungen und Visionen auf eine bessere, mindestens aber eine neue Welt. In hervorragender Weise hat das zuletzt im vergangenen Jahr Daniel Schönpflug in seinem wunderbar zu lesenden Buch Kometenjahre gezeigt. Bei allem Optimismus, den diese Zeit bereithielt, ist er, also Schönpflug, keineswegs blind für die Ambivalenzen und Abgründe jener Jahre. Als Sinnbild dieser Epoche dient Schönpflug Paul Klees 1918 geschaffenes Gemälde Komet von Paris. Darauf ist ein Seiltänzer zu sehen, der auf schmalem Grat wandert, unter sich den Eiffelturm, darüber ein Komet. Der Eiffelturm mag als Symbol menschlicher Weltgestaltung und Weltbeherrschung herhalten, der Komet hingegen signalisiert das Unkontrollierte und Unvorhersehbare. In Schönpflugs Darstellung erscheinen das Jahr 1918 und die Zeit um diese nicht ganz scharfe Zäsur herum als eine Periode voller Chancen, aber auch Risiken, geprägt von einer zwischen Enthusiasmus und Defätismus schwankenden Gestimmtheit. Es war in jedem Fall eine Epoche, die einen regelrechten Drang nach dem Neuen ausbildete, nach neuen Ideen, einem neuen Europa und neuen Menschen, ebenso wie nach neuen Heilslehren, die neue Opfer und neue Gewalt hervorbrachten. Wie es zu mehr oder minder heranschleichenden autoritären Wenden, zu Kriegen und Zerstörungsdynamiken kam, dazu lieferte das 20. Jahrhundert reichlich Anschauungsmaterial. Es nicht aus den Augen zu verlieren, dazu forderte vor einigen Jahren eindringlich auch der britische Historiker Tony Judd auf, der das 20. Jahrhundert zu vergessen für einen geradezu fahrlässigen Modus hielt. Judd hätte daher den mahnenden Blick zurück durch die Initiative 2018 gewiss begrüßt. Damit komme ich aber jetzt zum nächsten Teil, zur Novemberrevolution, auf die Sie vielleicht schon warten. Die Wahl des Veröffentlichungszeitpunkts des Manifests 2018 an einem 11. November erinnert an einen regelrechten Weltmoment, den Zeitgenossen in aller Herren Länder im Jahr 1918 als solchen wahrnahmen. In globaler Perspektive überstrahlt er jenen Tag, der in Deutschland zumeist ganz in den Mittelpunkt rückt, nämlich den 9. November 1918. So. Und doch gehören beide so geschichts- wie symbolträchtigen Tage, also der 11. und der 9. November, eng zusammen, zumal dann, wenn man bedenkt, dass Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit gewährende Demokratien nicht gegeneinander in den Krieg ziehen, diese Staatsform zumindest im Binnenverhältnis der demokratischen Verfassungsstaaten gleichsam als Friedensgarant fungiert. Schon angesichts dieser Grundtatsache hat der 9. November 1918 ja womöglich die gesamte Novemberrevolution das Zeug dazu, im nationalen Gedächtnis der Deutschen einen ebenso prominenten wie ehrenvollen Rang einzunehmen. Das könnte man in der Rückschau jedenfalls annehmen. Doch das zeitgenössische Sensorium für die Verbindung zwischen demokratischer Neuordnung und Friedensversprechen war bestenfalls schwach ausgeprägt. Stattdessen wurde die neue Demokratie in unheilvoller Form mit nationaler Niederlage und Niedergeschlagenheit spätestens ab dem Versailles-Trauma zusammengedacht. Dies ist einer der Gründe dafür, weshalb sich um jenen 9. November und die gesamte deutsche Revolution von 1918-19 nur in so unzureichender Weise ein konsensstiftender und diesen bestärkender nationaler Mythos entfalten konnte.
Im Jahr 1 nach der Revolution, also im November 1919, schrieb der liberale Journalist Theodor Wolff im Berliner Tageblatt, ich zitiere ihn, aber man sollte sich auch klar darüber werden, dass doch eigentlich erst die Revolution, so getrübt ihre Sonne auch aufging, dem deutschen Volke die Rechte und die schweren Pflichten mündiger Nationen gesichert hat. Das sollte man zugeben, auch wenn man ihr den festlichen Erinnerungskranz versagt. Unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse vom 9. November mit Massen auf den Straßen Berlins und der Ausrufung der Republik hatte Theodor Wolff am 10. November 1918 noch von der größten aller Revolutionen gesprochen, diese mit einem Sturmwind und dem Bastille-Sturm der französischen Revolution von 1789 verglichen. Ein späterer erinnerungspolitischer Schwenk, im Verlaufe anderer Revolutionen nicht unüblich, trat im Übrigen nicht ein. Es blieb bei der Euphorie des Anfangs, rasch gefolgt von Phasen der Ermüdung, Enttäuschung und Entrüstung. Der revolutionäre Gründungsakt sorgte während der gesamten Weimarer Republik also regelmäßig für Misstöne, statt Harmonien zu erzeugen. Das zeigte sich frühzeitig an der von intellektuellen Eliten geformten politischen Deutungskultur, deren vernunftrepublikanische Ausprägungen zu selten feste Wurzeln schlagen sollten. Es wäre aber falsch zu behaupten, die Intellektuellen hätten sich vornehm zurückgehalten und der Politik aus einem elitär-kulturellen Dünkel heraus den Rücken zugekehrt. Hier und da mag eine solche Einschätzung zutreffen und in diesem Zusammenhang wird insbesondere gerne regelmäßig auf Thomas Manns Betrachtung eines Unpolitischen verwiesen. Ich habe leider nicht gehört, was sonst schon vorher darüber geredet wurde. Diese Sicht ganz in den Mittelpunkt zu rücken, heißt jedoch, die vielfältigen Initiativen zu übersehen, mit denen Intellektuelle an der Umgestaltung des politisch-gesellschaftlichen Systems in den ersten Revolutionsmonaten aktiv mitwirken wollten. An vorderster Stelle sind die sogenannten Räte geistiger Arbeiter zu nennen, sei es jener des Ego-Dogmatikers Kurt Hiller in Berlin, sei es jener des von ihm bewunderten Heinrich Mann in München. Heinrich Mann schrieb im Übrigen noch 2 Tage nach der Ermordung Liebknechts und Luxemburgs hoffnungsfroh, ich zitiere ihn, die geistige Erneuerung Deutschlands, unsere natürliche Aufgabe, wird uns durch die Revolution erleichtert. Wir gehen endlich mit dem Staate Hand in Hand. Zitat Ende. Von einer Schmähung der Weimarer Republik, wie sie ihm später gelegentlich vorgeworfen wurde, war nichts zu erkennen. Da finden Sie vielleicht eine so eine spätere Schmähung, die erläutere ich vielleicht ganz kurz. Die ist in dem sozialdemokratischen Blatt Telegraph 1949 erschienen von dem ehemaligen Reichsminister der SPD Rudolf Wissell mit der schon sehr deftigen Überschrift Nicht jeder Mann ist ein Ehrenmann, und da bezog er sich auf Heinrich Mann. Gut, aber jetzt zurück zu der intellektuellen Debatte in den ersten Revolutionstagen und Wochen. Zu erwähnen ist da ebenso der Enthusiasmus eines Kurt Eisner, mit dem er eine geschundene Bevölkerung für politische Partizipation begeistern wollte. Er unterschätzte dabei wohl den Grad der Erschöpfung und Apathie einer Zusammenbruchsgesellschaft am Ende eines verlorenen Krieges, ebenso wie den rasch überschäumenden neuen nationalistischen, auch antisemitischen Hass, dem er selbst allzu früh zum Opfer fallen sollte. Die Erwähnung der Münchner Literatenrepublik mit Ernst Toller, Gustav Landauer und Erich Mühsam darf schließlich nicht fehlen. Ob man von ihnen und ihren Mitstreitern gerne regiert und verwaltet werden wollte und ob sie das überhaupt konnten, das steht auf einem anderen Blatt. Die Dauer ihres Wirkens war im Übrigen zu kurz, um ein etwaiges Potenzial überhaupt ermessen zu können. Es hat aber irgendwie etwas Sympathisches an sich, wenn Träumer an die Macht gelangen, wie Volker Weidermann in einem stark wahrgenommenen Büchlein erst vor kurzem schrieb. An all dem, und es ließe sich um die noch ungeschriebenen Geschichten vieler lokaler Räte geistiger Arbeiter ergänzen, zeigte sich ein kraftvolles Moment ästhetischer, intellektueller und partizipatorischer Mobilisierung, die letztlich ins Leere lief. Wieso sich daraus nicht mehr Kraft schöpfen ließ, diese Geschichte ist meines Erachtens noch
zu schreiben, und ich vermute fast, dass auch diese Tagung dazu einzelne Antworten schon formulieren wird. Fest steht allerdings, es gelang nicht, die Euphorie aufrechtzuerhalten. Die Enttäuschung über eine festgefahrene, halbherzige oder wie sonst noch zu bezeichnende Revolution war umso größer. Dieser Stimmungsumschwung war bereits während des Jahres 1919 zu spüren. Dies kam beispielsweise im bedeutendsten Blatt einer parteiungebundenen intellektuellen Linken in der Weltbühne zum Ausdruck. In ihr machte sich bald Missmut über die Revolution breit, wie sie sich in Deutschland vollzogen hatte. Diese Revolution erschien als ein ebenso unbefriedigender wie unvollständiger Umbruch, der im Wesentlichen einen Wandel der politischen Fassade bewirkt habe. Die Fundamente der alten autokratischen Ordnung, seien es die alten Eliten in Justiz, Militär oder Verwaltung, seien es die Sozial- und Wirtschaftsstrukturen hingegen weitgehend unangetastet gelassen habe. Vor diesem Hintergrund galt es, die wirkliche Revolution in Gang zu setzen und eine wahre Demokratie erst noch zu schaffen, die der formal erscheinenden Institutionen und Verfassungsordnung Leben einhauchen sollte. Mit spitzer Feder schrieb Kurt Tucholsky seine brillanten Spottverse. Und so klagte er im November 1929 über das Auseinanderklaffen von Ideal und Wirklichkeit in der Weimarer Republik. Und es hieß in dem so betitelten Gedicht, Sie haben es hier auch die eine Zeile, wir dachten unter kaiserlichem Zwange an eine Republik und nun ist es die. Man möchte immer eine große lange und dann bekommt man eine kleine dicke C'est la vie. Während die Kritik von links im Namen einer besseren Demokratie und vollständigeren Revolution erfolgte, lehnten Vertreter einer intellektuellen Rechten als Antidemokraten die Novemberrevolution vollständig ab, ohne aber grundsätzlich gegen einen radikalen Umbruch zu argumentieren. Auch sie wollten eine Revolution, nur sollte es eine konservative sein. Ein Oswald Spengler, Arthur Möller-Vandenbroek oder Ernst Jünger sind als Protagonisten dieser Richtung zu nennen. Spengler sprach sogar in affirmativer Weise von einem deutschen Sozialismus, der gleich antikapitalistisch wie antimarxistisch zu sein hatte. Zusammengenommen manifestierte sich in der zweifachen Kritik gleichsam eine doppelte Verschiebung der Revolution. Einmal von links in die Zukunft als Vollendung, einmal von rechts als Zerstörung der tatsächlich vollzogenen Revolution des langen November 1918. Nimmt man zu diesem nur grob skizzierten, sich breit auffächernden intellektuellen Milieu die Vorstellungen und Bestrebungen der extremen politischen Flügel hinzu, so zeigt sich rasch, nach der Revolution war in Deutschland vor der Revolution. Und dieses Spiel wurde als unnachgiebiger Wettbewerb ausgetragen, der auf Sieg und vollständige Niederringung des Gegners zielte. Der Erste Weltkrieg erscheint vor diesem Hintergrund nicht allein als Urkatastrophe, sondern vor allem auch als ein Akt kreativer Zerstörung, der zumal im politischen Feld widerstreitende Tendenzen der Moderne, wie sie sich seit der langen Jahrhundertwende herausgebildet hatte, deutlicher als zuvor in Stellung gegeneinander brachte. Diese Sinnflut schwemmte völkisch-autoritäre ebenso wie kommunistisch-autoritäre Ideen und Bewegungen hervor, aber auch den verheißungsvollen, allerdings sehr unterschiedlich ausbuchstabierten, alles andere als festgefügten Gedanken der Demokratie. Alle drei, Kommunismus, Faschismus und Demokratie, hegten einen revolutionären Anspruch. Dies machte es einer Revolution wie der Novemberrevolution, so erfolgreich sie als politischer Systemwechsel von der Monarchie hin zu Demokratie prinzipiell war, so schwer, einen revolutionären Alleinvertretungsanspruch aufrechtzuerhalten. Gänzlich überschrieben werden sollte die Revolution von 1918-19 durch die nationale Revolution von 1933, die sich als Antithese zu einem vaterlandslosen, landesverräterischen Akt der Novemberverbrecher, so die Nazi-Diktion, stilisierte. Vorbereitet hatte diese Sichtweise frühzeitig ab dem Kriegsende die These vom Dolchstoß, den politisch subversive Kräfte, rasch war die Rede von ganzen Gruppen, den Juden und den Marxisten, dem im Feld angeblich unbesiegten Heer in den Rücken
gestoßen hätten. Anfang November 1928 schrieb Karl von Ossietzky in der Weltbühne, Zitat, Deutschland sei das einzige Land, das ohne Erhebung an seine Revolution zurückdenkt. Und noch mehr als das. Im Grunde weiß man durchschnittlich von ihr nicht mehr, als dass sie unseren gloriosen Heerführern freventlich in dem zum letzten Schlag erhobenen Arm gefallen ist. Zitat Ende. Soweit also Ossietzkys Revolutionsbilanz nach 10 Jahren. Die von ihm nochmals herausgehobene Dolchstoßlegende vergiftete von Beginn der Weimarer Demokratie an das politische Klima und hilft so, den Weg von 1918 nach 1933 zu erklären. Sie sorgte auch dafür, Berührungsängste konservativer Kreise zu radikal-völkischen Zirkeln zu mindern. Ein weiteres damit verknüpftes Thema, das gerade in den jüngeren Studien zur Revolution von 1918-19 einige Beachtung gefunden hat und eine Kontinuitätslinie von der Begründung der Weimarer Republik zu jener des Dritten Reiches nahelegt, ist das der Gewalt. Am Anfang war Gewalt, nennt der irische Historiker Mark Jones seine thesenstarke Geschichte der Novemberrevolution. Der Titel ist in gewisser Weise irreführend, denn gerade in den ersten beiden Revolutionsmonaten, November und Dezember, war das Gewaltniveau gering, erstaunlich gering, muss man wohl sagen. Thomas Mann notierte am 10. November in seinem Tagebuch, ich zitiere ihn, ich bin befriedigt von der relativen Ruhe und Ordnung, mit der vorderhand wenigstens alles sich abspielt. Die deutsche Revolution ist eben die deutsche, wenn auch Revolution. Keine französische Wildheit, keine russisch-kommunistische Trunkenheit. Zitat Ende. Spätestens ab der Jahreswende 1918-19 nahm die Revolution aber gewalttätige Züge an. Darauf blickt Mark Jones insbesondere. Er skizziert ein Gewaltpanorama, das nicht zuletzt von der neuen mehrheitssozialdemokratisch dominierten Regierung zu verantworten gewesen und zudem von öffentlich-medialer Unterstützung flankiert worden sei. Angesichts der Geburt der Weimarer Republik aus der publizistisch orchestrierten Regierungsgewalt heraus spricht Jones von einem, ich zitiere ihn, Inkubationsraum für das Dritte Reich. Er spricht davon fast so, als wollte er eine Variante der alten Sonderwegsthese neu beleben. In dieser Interpretation rückt vor allem die blutige Etappe der Revolution ab der Jahreswende 1918-19 in den Mittelpunkt der Betrachtung und wird gleichsam zur formativen, den weiteren Gang der Geschichte besonders prägenden Phase einer Revolution, die auf eine militärische Gewalt setzte, die kurzfristig eine Regierung zu schützen schien, langfristig aber nichts anderes als die Abschaffung der verhassten Republik beabsichtigte. In ebenso fataler wie paradoxerweise setzte die Regierung Ebert Scheidemann demnach auf die Unterstützung durch ihre Todfeinde statt auf die eigenen Anhänger, deren Radikalität sie vielmehr im Übermaß fürchtete. Dieses Argument streicht im Übrigen auch Joachim Kepner in seiner aktuellen Revolutionsstudie heraus. Er ergänzt als Zitat das große Übel der Revolution von 1918-19 die ausgebliebene respektive nicht umgesetzte Militärreform mit der Schaffung republikanischer Streitkräfte. Stattdessen sei, weiter O-Ton, die einmalige und auch letzte Gelegenheit vor 1945 dem deutschen Militarismus den Gar auszumachen, verpasst worden. Zitat Ende. Deshalb sei der so besonnen und hoffnungsfroh einsetzende Aufstand für die Freiheit frühzeitig verspielt worden. Auch Wolfgang Nies hadert in seiner vor kurzem erschienenen Gesamtwürdigung mit der ausgebliebenen Militärreform wie mit einer Revolution, die nicht tief und ausgiebig genug gegraben habe, um neue Fundamente wirklich breitflächig und fest zu verankern und sturmfest zu machen. Gleichwohl streicht er stärker den politischen Systemwechsel und manch sozialpolitische Reform während der ersten beiden Umbruchsmonate heraus, um in der Revolution von 1918-19 dann den wahren Beginn unserer Demokratie zu erkennen, so auch der Untertitel seiner Studie. Aber auch in diesem Falle lesen wir keine Gelingens- oder gar Heldengeschichte. Der optimistische Ausblick,
wie er in den beiden Buchtiteln zum Ausdruck kommt, stimmt nicht mit der insgesamt kritischen Grundhaltung gegenüber versäumten Gelegenheiten der Revolution von 1918-19 überein. Beide Autoren, Kepner wie Nies, schreiten mit uns gemeinsam quasi nochmals die Schützengräben der historischen Deutungskämpfe aus den 1970er und frühen 1980er Jahren ab, wenn vom ungenügend genutzten Demokratisierungspotenzial der Räte die Rede ist oder Möglichkeiten eines dritten Weges erörtert werden. In solchen Momenten steht man wie vor einem einst schockgefrosteten, nun angesichts der Jubiläumswärme des 100. Geburtstags wieder aufgetauten Forschungsstand. Originäre Forschungen zu dieser nunmehr immerhin nicht länger vergessenen Revolution kommen erst wieder in Gang. Neue Sehpunkte gilt es zu fixieren, während weiterhin Reflexe der alten Schlachten aufflackern. Die Politik- und Arbeiterbewegungsgeschichte dominiert nach wie vor die Darstellung, Sichtweisen der Kultur-, Medien- oder intellektuellen Geschichte, der Alltags- und Mentalitätsgeschichte melden Nachholbedarf an und werden die komplexe Lage des Novembers der Revolution weiter entschlüsseln helfen. Und doch sollte betont werden, dass diese Revolution einiges geleistet hat. An erster Stelle den Übergang von der konstitutionellen Monarchie hin zur parlamentarischen Demokratie. Die Erweiterung von Bürgerrechten, wie sich insbesondere an der Einführung des Frauenwahlrechts zeigen sollte. Aber auch eine Reihe von Reformen, die auf sozialen Ausgleich zielten. So die Einführung des 8-Stunden-Tags und des Grundsatzes der Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es erscheint überhaupt angebracht, den Revolutionsbegriff nicht zu überdehnen. Er ähnelt gelegentlich einem Wunschkonzert aus vielfältigen, politisch eingefärbten Grundannahmen, stärker politisch eingefärbten als historischen Grundannahmen. Dies hat auch lange die Historikerdebatte geprägt. Ein schottischer Kollege bemerkte einmal kürzlich mit spöttischem Unterton, es sei vor allem nicht jene Revolution gewesen, die sich nachlebende Historiker gewünscht hätten. Einem minimalistischen Verständnis nach ließe sich die Revolution zunächst einmal auf den politischen Systemwechsel, also auf die Transformation der Staatsformen zwischen Monarchie und Demokratie, konzentrieren. Eine derart konzentrierte Analyse verabschiedet sich also von einem maximalistischen Revolutionsbegriff, der eher dominierend ist. Ein solcher nämlich beansprucht einen weit über die staatliche und politische Ordnung hinausgehenden, fast totalen Geltungsanspruch, der Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur umschließt und ist häufig mit dem Ziel eines utopisch anmutenden Endzustands verkoppelt. So sehr ein solcher Ansatz, also eher der minimalistische, zur Systematisierung, Entnormativierung und Versachlichung beiträgt, ist er doch, um Gesellschafts-, Gewalt- und kulturgeschichtliche Perspektiven zu ergänzen. Dies ist notwendig und gestaltet den Versuch einer gerechten Gesamtwürdigung leider nicht eben einfach. Man kann es drehen und wenden, wie man will, und damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Diese Revolution versperrt sich einigermaßen hartnäckig einer eindeutigen Traditionsstiftung. Die Novemberrevolution fällt gleichsam in einen Spalt. Sie dient weder unumwunden zur Abschreckung noch als Lernbeispiel in der deutschen Demokratiegeschichte. Es handelt sich bei dieser Revolution um einen schwer entschlüsselbaren Novemberkomplex. Eine Meistererzählung lässt sich an ihn ebenso schwer knüpfen wie ein geschichtskulturelles Leitparadigma. Dies bietet aber an sich wenig Anlass zur Sorge, sondern kann ein idealer Ausgangspunkt für neue Forschungen und neue Debatten rund um ein altes, für einige Zeit verschwunden geglaubtes Thema sein. Statt allerdings mit der nachträglichen Weisheit heutiger Historiker die besseren Alternativen ungeschehener Geschichte den Zeitgenossen von damals vorzuhalten, sollten deren Sichtweisen entscheidend sein, um die einstigen Möglichkeitsräume zu entdecken. Es waren die Erfahrungen und Erwartungen von Träumern und Gestaltern, Pragmatikern und Fanatikern, Revoluzern und manchmal eben auch nur Lampenputzern. Mit ihnen den offenen Blick auf die Revolutionszeit zu wagen, dürfte über den Gedenkjahrrhythmus hinaus ein lohnendes Unterfangen sein. Vielen Dank.